MAP ist in der Automobilbranche seit 20 Jahren unterwegs, hat sich eine sehr gute Reputation erarbeitet und ist bestens vernetzt, nicht nur in den Unternehmen der Automobilhersteller, sondern auch in der Zulieferbranche. Mobilität heute ist vor allem ein urbanes Thema. Wir stellen fest, dass im urbanen Raum sich zunehmend private Mobilitätsanbieter und die öffentlichen Mobilitätsanbieter wie Bus, Straßenbahn, S-Bahn begegnen. Da wird es in der Zukunft darum gehen, intelligente, vernetzte Lösungen zu schaffen, die dem Bürger Orientierung bieten. In der Mobilität der Zukunft sehen wir den Mobilitätskonsumenten im Mittelpunkt. Heute ist der Mobilitätskonsument der Autobesitzer. Der Besitz der mobilen Vehikel wird in den Hintergrund treten. Das heißt, Autobesitz ist nicht mehr primär wichtig, um Mobilität zu konsumieren. In Zukunft wird es sein, dass wir situativ entscheiden, welche Mobilität brauche ich jetzt. Die Infrastruktur wird aus drei Teilen bestehen. Wir kennen vor allem die Verkehrsinfrastruktur. Das wird in Zukunft aber ergänzt werden durch die digitale Infrastruktur und des Weiteren durch die Energieinfrastruktur. Autos müssen ständig online sein, um die neuen Lösungen zu ermöglichen. Sie müssen untereinander kommunizieren, sie müssen aber auch mit der Infrastruktur selbst kommunizieren können. Das populärste ist mit Sicherheit das autonome Fahren, wo mittels Sensortechnik, der Rechenpower im Auto und von Kameratechnik es dem Auto ermöglicht wird, selbst zu fahren und Verkehrssituationen selbst zu beurteilen und entsprechend zu entscheiden, was es tun soll. Wir können beobachten, dass Mobilität heute nicht mehr nur wie früher üblich von einem Automobilhersteller gewährleistet wird, sondern dass sich ganz viele Unternehmen, die man vorher nicht vermutet hätte, als Mobilitätsdienstleister rüsten. Mobilität heute ist vor allem ein urbanes Thema. Immer wenn wir in der Presse lesen über neue Mobilität, sind es ganz häufig Themen, die sich in den Städten abspielen. Wir haben über 250 mobilitätsbezogene Projekte in Deutschland systematisch untersucht und diese anschließend einem Benchmark gegenüber federführenden internationalen Metropolen unterzogen. Bei der Erstellung des Mobilitätsatlas 2017 hat uns vor allem die Frage umgetrieben, wie steht es denn in puncto Mobilität um die deutschen Städte? Die Ergebnisse waren in Summe eher ernüchternd. Es finden zwar sehr viele Projekte zum Thema Mobilität in deutschen Städten statt. Häufig mussten wir aber feststellen, dass der Fokus der Projekte auf Elektromobilität liegt. Elektromobilität ist aber nur ein Bestandteil der Mobilität der Zukunft. Genauso fehlt in den Städten eine ganzheitliche Herangehensweise. Es wurden häufig kleine Einzellösungen implementiert in den Städten, die aber keinem übergeordneten Zielbild, wohin man mit der Mobilität in Zukunft möchte, gefolgt sind. Dadurch geht der Fokus verloren, dadurch geht die Möglichkeit verloren, intelligente, vernetzte Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Was wir bei unseren Untersuchungen vor allem in Deutschland festgestellt haben, ist, dass ein direkter Zusammenhang in Mobilitätsprojekten besteht zwischen dem Thema Digitalisierung und Innovation. Das heißt, umso weniger Digitalisierung in den Projekten enthalten war, umso weniger innovativ waren sie. In den 250 betrachteten Projekten in Deutschland mussten wir feststellen, dass die Anzahl derer, die in Kooperation stattfanden, vor allem zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen, eher selten waren. Die Mehrheit der Projekte hat entweder ein öffentlicher Träger oder ein privater Träger gemacht. Aus unserer Sicht war das im Ergebnis ein Faktor, der dazu geführt hat, dass der Wirkungsgrad und der Erfolg der Projekte überschaubar war. Im internationalen Vergleich schlägt sich Deutschland im Mittelfeld. Führend sind Länder wie zum Beispiel China, die einen höheren Handlungsdruck haben und entsprechend schneller handeln, aber auch ein Land wie die USA, die von der Innovation kommend neuartige Mobilitätskonzepte bereitwilliger ausprobieren. Die Welt wird nicht morgen elektrisch sein und nicht morgen autonom sein. Die Entwicklungen brauchen ihre Zeit. Sie werden kommen. Wir haben eine Idee, wann sie kommen, und wir begleiten unsere Kunden mit einem realistischen Blick auf die neuen Entwicklungen auf ihrem Weg in die Zukunft der Mobilität. Wenn wir bei MAP mit den Städten gemeinsam das Zielbild für deren Mobilität der Zukunft festgelegt haben, geht es vor allem darum, dieses Zielbild in praktikable, realisierbare Einzelprojekte herunterzubrechen. Die mobile DNA der MAP-Mitarbeiter kombiniert mit der digitalen Expertise von 20 Jahren Erfahrung in Software- und IT-Beratung verhelfen unseren Kunden dazu, ihre Mobilitätsherausforderungen erfolgreich zu meistern.